Oh je, ich glaube, dass ich mich in meine Chefin verliebt habe. Oh je, ich glaube, dass ich mich in meine Chefin verliebt habe. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das ist echt blöd. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das ist echt blöd. Wenn sie im Raum ist, kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren. Wenn sie im Raum ist, kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren. Ich muss meine Gefühle unbedingt abstellen, ansonsten verliere ich vielleicht meinen Job. Ich muss meine Gefühle unbedingt abstellen, ansonsten verliere ich vielleicht meinen Job. Wieso muss so etwas immer mir passieren? Warum kann ich mich nicht in jemand anderen verlieben? Wieso muss so etwas immer mir passieren? Warum kann ich mich nicht in jemand anderen verlieben? Ich muss jetzt los, ansonsten komme ich zu spät zur Arbeit. Ich muss jetzt los. Ansonsten komme ich zu spät zur Arbeit. Meine Chefin darf auf keinen Fall erfahren, dass ich mich in sie verliebt habe. Meine Chefin darf auf keinen Fall erfahren, dass ich mich in sie verliebt habe. Ich darf das niemandem erzählen, nicht einmal meinen Freunden. Ich darf das niemandem erzählen, nicht einmal meinen Freunden. Hier ist meine Arbeit. Ich werde versuchen, meiner Chefin, so gut es geht, aus dem Weg zu gehen. Hier ist meine Arbeit. Ich werde versuchen, meiner Chefin, so gut es geht, aus dem Weg zu gehen. Guten Morgen, Linda. Wie geht es dir? Läuft soweit alles gut? Guten Morgen, Linda. Wie geht es dir? Läuft soweit alles gut? Hallo Ralf, bei mir läuft alles gut. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es Neuigkeiten? Hallo Ralf, bei mir läuft alles gut. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es Neuigkeiten? Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte ein entspanntes Wochenende. Jetzt beginnt wieder die Arbeitswoche. Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte ein entspanntes Wochenende. Jetzt beginnt wieder die Arbeitswoche. Das freut mich zu hören. Die Chefin Frau Hauser hat dich gesucht. Sie wollte mit dir sprechen. Das freut mich zu hören. Die Chefin Frau Hauser hat dich gesucht. Sie wollte mit dir sprechen. Was? Frau Hauser will mich sehen? Hat sie denn gesagt, worum es geht? Was? Frau Hauser will mich sehen? Hat sie denn gesagt, worum es geht? Nein, das hat sie nicht gesagt. Aber es ist bestimmt nichts Schlimmes. Mach dir keine Sorgen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Aber es ist bestimmt nichts Schlimmes. Mach dir keine Sorgen. Okay, ich gehe dann mal zu meinem Arbeitsplatz. Bis später, Judith. Okay, ich gehe dann mal zu meinem Arbeitsplatz. Bis später, Judith. Bis dann, Ralf. Bis dann, Ralf. Oh nein, Frau Hauser will mich sehen. Hoffentlich hat sie nicht gemerkt, dass ich mich in sie verliebt habe. Oh nein, Frau Hauser will mich sehen. Hoffentlich hat sie nicht gemerkt, dass ich mich in sie verliebt habe. Aber wie soll sie das erfahren haben? Ich habe niemandem davon erzählt. Aber wie soll sie das erfahren haben? Ich habe niemandem davon erzählt. Oder hat sie etwa gemerkt, dass ich nicht damit aufhören kann, sie anzuschauen, wenn ich an ihrem Büro vorbeigehe?
Oder hat sie etwa gemerkt, dass ich nicht damit aufhören kann, sie anzuschauen, wenn ich an ihrem Büro vorbeigehe? Oje, da kommt sie. Ich darf mir nichts anmerken lassen. Oje, da kommt sie. Ich darf mir nichts anmerken lassen. Hallo, Herr Schumann. Haben Sie kurz Zeit oder störe ich Sie gerade? Hallo, Herr Schumann. Haben Sie kurz Zeit oder störe ich Sie gerade? Also an sich bin ich beschäftigt, aber für Sie habe ich immer Zeit. Worum geht es denn? Das würde ich gerne unter vier Augen mit Ihnen besprechen. Kommen Sie bitte in mein Büro. Das würde ich gerne unter vier Augen mit Ihnen besprechen. Kommen Sie bitte in mein Büro. Ja, natürlich, ich bin gleich bei Ihnen. Ja, natürlich, ich bin gleich bei Ihnen. Bis gleich, Herr Schumann. Bis gleich, Herr Schumann. Hallo, Frau Hauser, über was wollten Sie mit mir sprechen? Hallo, Frau Hauser, über was wollten Sie mit mir sprechen? Na ja, Herr Schumann, mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit in den Meetings sehr abwesend sind. Ich wollte Sie fragen, woran das liegt. Na ja, Herr Schumann, mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit in den Meetings sehr abwesend sind. Ich wollte Sie fragen, woran das liegt. Abwesend? Ich habe in letzter Zeit nicht so gut geschlafen. Deshalb wirke ich wahrscheinlich etwas abwesend. Abwesend? Ich habe in letzter Zeit nicht so gut geschlafen. Deshalb wirke ich wahrscheinlich etwas abwesend. Ist alles gut bei Ihnen? Sie schauen mich auch jetzt etwas komisch an. Ist alles gut bei Ihnen? Sie schauen mich auch jetzt etwas komisch an. Ja, Frau Hauser, alles ist gut. Ich kann mich nur in Ihrer Nähe nicht richtig konzentrieren. Ja, Frau Hauser, alles ist gut. Ich kann mich nur in Ihrer Nähe nicht richtig konzentrieren. Was meinen Sie damit? Was meinen Sie damit? Ich kann es nicht länger verstecken. Ich muss Ihnen einfach die Wahrheit sagen. Ich kann es nicht länger verstecken. Ich muss Ihnen einfach die Wahrheit sagen. Was wollen Sie mir sagen, Herr Schumacher? Was wollen Sie mir sagen, Herr Schumacher? Ich habe mich in Sie verliebt, Frau Hauser. Ich habe mich in Sie verliebt, Frau Hauser. Wie bitte? Sie haben sich in mich verliebt? Meinen Sie das ernst? Wie bitte? Sie haben sich in mich verliebt? Meinen Sie das ernst? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Es tut mir leid, Herr Schumacher, aber ich kann keine Beziehung mit meinen Mitarbeitern anfangen. Das soll nicht heißen, dass ich sie nicht attraktiv finde. Es tut mir leid, Herr Schumacher, aber ich kann keine Beziehung mit meinen Mitarbeitern anfangen. Das soll nicht heißen, dass ich sie nicht attraktiv finde. Also würden Sie mit mir ausgehen, wenn ich meinen Job aufgebe? Also würden Sie mit mir ausgehen, wenn ich meinen Job aufgebe? Das wäre möglich. Das wäre möglich. Dann kündige ich hiermit meinen Job. Wollen Sie mit mir am Wochenende etwas essen gehen? Dann kündige ich hiermit meinen Job. Wollen Sie mit mir am Wochenende etwas essen gehen? Jetzt, wo Sie nicht mehr bei uns arbeiten, können wir gerne am Wochenende etwas zusammen unternehmen. Jetzt, wo Sie nicht mehr bei uns arbeiten, können wir gerne am Wochenende etwas zusammen unternehmen. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website
likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!